Börsenguru Professor Maxotte bestätigt indirekt, die Wirtschaft läuft bei uns im Rückwärtsgang. Norbert Nelson für die basisdemokratische Räterepublik. Genau geht Otto von einer Verbraucherinflation von 4 bis 5% aus, statt der offiziellen 1,6% für 2017. In dem YouTube-Video Max Otte, crasht der Euro oder siegt die Vernunft? Minute 32:40. Link 1. Eine 2 bis 3% höhere Inflation. Link 2. Bedeutet aber auch ein 2 bis 3%iges niedriges Wirtschaftswachstum. Warum? Nehmen wir das Jahr 2017. Wir hatten offiziell eine Inflation von 1,6% und ein BIP-Wirtschaftswachstum von 2,2%. Dieses Wirtschaftswachstum errechnet sich mit dem BIP-Deflator. Link 3. Denn wir müssen ja 2 Jahre, 2016 und 2017, vergleichen mit unterschiedlichen Preisen. Dazu aber müssen wir erst die Preise angleichen. Es zieht auch nicht das Argument, dass Max Otte nur die Verbraucherinflation meinte, da gerade hier die Energiepreise die Inflation antreibt und die machen auch einen großen Kostenfaktor in der Industrie aus. Wenn wir auf Wikipedia unter Kerninflation schauen, Link 4, dann lesen wir dort, Zitat, die Kerninflationsrate schließt die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung aus, da diese im stärkeren Maße Schwankungen unterworfen sind, Link 4, deren Ursache nicht innerhalb der betrachteten Volkswirtschaft zu finden sind. Zitat Ende. So ein Quatsch. Trotzdem machen diese Kosten für alle im Portemonnaie oder der Kasse sich bemerkbar. Das führt wahrscheinlich zu den Angaben über die zu niedrige Inflationsrate. Der Wiki-Autor meinte sicherlich nur die ausländischen Lebensmittel und Energiepreise, denn etwa die Hälfte der Lebensmittelausgaben sind ja im Warenkorb bei Wiki mit 10,3% enthalten, aber die andere Hälfte eben nicht. Link 5. Und Benzin und Öl für das Auto fehlt da. Bildung nur 0,9%. Oje. Diesen Fake hatte Schröder 2002 eingeführt. 2016 hatten wir ein Bruttoinlandsprodukt von 3,1441 Billionen Euro. Und 2017 ein Bruttoinlandsprodukt von 3,2634 Euro, Link 5, zu jeweiligen Preisen. Zu offiziellen Vorjahrespreisen wäre das BIP dann 3,2634 Billionen Euro mal 98,4 gleich 3,2112 Euro. Das wäre ein Anstieg von 2,112, also aufgerundet wären das die offiziellen 2,2% Wirtschaftswachstum. So, jetzt machen wir die gleiche Rechnung, nur mit einer Preissteigerung von 4,5%. Dann wäre das 3,2634
mal 95,5. Dann wäre das in 2017 eine Schrumpfung von 0,88% und 2016 eine von minus 1,46%. Das bedeutet ganz klar, dass wir schon in der Schrumpfungsphase sind. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die anderen unabhängigen Marktbeobachter das nicht ansprechen. Das ist doch für die Lohnforderung der Arbeiter wichtig. So sinkt deren Reallohn noch mehr. Aber die Marktbeobachter haben nichts mit den Arbeitern zu tun und die revolutionären Linken nichts mit der Ökonomie. Jetzt müssen ja eigentlich noch die illegalen Waren wie Opium vom BIP abrechnen, weil sie ja auch damit eingerechnet sind. Dann liegt Deutschland auch nahe bei der weltweiten Abwärtskurve. Wie es das Mitforschungsinstitut der Cambridge Universität, Linksex und der Club of Rome vorausgesagt haben. Danach wären wir im Jahre 2100 mit der Industrieproduktion bei Null. Nur deren Niedergangsprophezeiungen bezogen sich auf die Umwelt. Aber in Wirklichkeit ist es die Wirtschaftspolitik. Das würde auch eher zu den Meldungen passen, dass kaum mehr etwas investiert wird. Links 7 und 8. Es lohnt sich nicht mehr. Von wegen Facharbeitermangel. Lasst euch nicht diesen Schwachsinn einreden, für den nächsten Krieg zu konditionieren. Die Kapitalisten zahlen zu wenig, deshalb bekommen sie niemand mehr. Das, was sie in die Rationalisierung reinstecken müssen, lohnt sich einfach nicht mehr bei dem geringen Verkauf. Deutschland ist bei den Investitionen auf den 20. Platz geplumpst. Das heißt aber auch, dass wir wieder weltweit den Fall haben, dass die Investitionen schneller fallen als die Löhne. Der Überschuss wird wie beim ersten Point of No Return 2008 wieder im Produktionsmittelsektor auftreten. Link 9. Und dieser ist dann auch nicht mehr auf den Konsumsektor zu übertragen. Was soll auch die Frau Meier mit der Fräsmaschine in der Küche? Aber als sie arbeitslos wurde und ihr der Strom abgestellt wurde, den konnte selbstverständlich die Fräsmaschinenfabrik auch abnehmen, weil der Überschuss jetzt im Produktionsmittelsektor auftritt, fährt die Wirtschaft bald gegen die Wand. Alle Länder der Welt werden wieder mit vollem Karacho wie 2009 gegen die Wand fahren. Die anderen Länder werden in der Investitionsablehnung schnell nachziehen. Und dann wird es im Laufe von 2019 weltweit so sein, rund um den Globus. So miserabel sah es 2009 aus. Damals hatte der Bund noch ehrliche Statistiken veröffentlicht. Nach diesen 5 Minusmonaten von minus 7%, aber nur noch alles Lüge. Nun können wir uns auf das Platzen der Blasen wie auf Neujahr freuen. Aber die Blasen sind 10-mal stärker als 2009.
Diesmal werden alle Länder K.O. sein und kein Land wird die anderen mehr retten können. Kein Land. Die Staaten brechen auseinander. Einige Großstädte werden mit Notgeld und Beschlagnahmung von Häusern die Ordnung aufrechterhalten. Über die Lande ziehen die Plünderer und die Vandalenheere werden alles wegsaugen. Jede Moral wird dahin fließen. Der Nachbar wird des Nachbarn Feind sein. Wir sind in der Barbarei des Kapitalismus angekommen. Es hat den Anschein, als würden die Menschen aussterben. Aesops Fabel endet mit der Aufforderung an den Fünfkämpfer, der mit seinem Weitsprung in Rhodos prahlt: Ihr Syrose, die Vernunft, jetzt springe. Link 10. Aber unter uns. Ich kann gar nicht springen. Ich bin total MS gelähmt. Aber abstrakt. Im Kopf mache ich einen dreifachen Salto. Wir alle können dann vor Freude in die Luft springen. Das Jammertal des Profits werden wir bald hinter uns haben. Unsere Hoffnung kann nur darin liegen, dass sich die Arbeiterklasse von Deutschland dann möglichst schnell den dann entstehenden basisdemokratischen Räterepubliken in Argentinien, Griechenland oder Frankreich anschließen wird. Wir brauchen ein System wie die Pariser Kommune, wo der Wähler entscheidet und der Abgeordnete muss sich daran halten. Norbert Nelson für die basisdemokratische Räterepublik.